Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, The Cloudcatcher Chronicles. Wir möchten hier Huck. Ja. Oh, das ist doch ein Bursch. Hoppala, Entschuldigung. Anheuern, aber ich dachte, es wäre ein Mädel. Wegen diesen schönen Augen, da ist es, glaube ich, ein Bursch. Entschuldige, ich möchte gerne Mädchen haben. Ne? Also zwei Burschen, zwei Mädels wäre optimal. Ich habe gehört, dass Ausrüstung waren im Moment in Abrekam besonders günstig sind. Abrekam. Nein? Dann möchte ich gleich ihr mitnehmen. Sie ist sicher eine. Mini! Hi, Mini. Oh, wenn du mich fragst, die Geister halten Gemia in Gleichgewicht. Haben wir mit ihr schon die Quest fertig? Ich glaube schon, ne? Dann würde ich sagen, probieren wir es mal. Rote Beere, danke. Oh, ich bin sicher, dass es eine Verbindung zwischen den Düsternis und den Geistern gibt. Ich weiß noch nicht, welche. Weil die Geister können sie kaputt machen. Dann würde ich sagen, hier haben wir so viel von den roten Beeren. Kriegt sie die. Nichts geht über rote Beere. Ich will mehr davon. Gib. Her damit. Ich möchte noch viel mehr haben. Gib. Ja. Gib her. Und eine wäre noch super. Oh. Dankeschön. Jetzt werde ich auf den Glanzhof arbeiten. Ich liebe die süßen Tiere. Bäuerin ist mein Traumberuf. Ich sorge für glückliche Tiere auf deinen und einen sauberen Hof. Ich danke dir. Aber ich hätte gern noch eine Dame. Bitte. Na, du nicht. Du tust immer nur winken und dann gibst mir nie was. Stockfinster ist auch schon wieder. Aber das ist schön hier, ne? Mit dem Sternbild. Soll ich das Wort vergessen? Ist das aufgefallen? Nein, oder? Niemals. So, ich brauche noch ein Opfer. Ich meine, einen Bediensteten. Ich meine, eine Person, die sehr gerne auf meinem Hof arbeiten möchte. Du bist ein Mann. Ich hätte gerne eine Dame. Ja, ich bin da. Ich bin für Gleichberechtigung. Du zum Beispiel? Yay! Yeah. Merek. Das ist aber auch ein Bursch, oder? Merek hört sich mir. Ja. Toll, dass der Hof jetzt wieder läuft. Es ist Mini das Herz. Es hat Mini das Herz gebrochen, als Düsternis sich hier ausgebreitet hat. Ja. Ansonsten gibt es hier keine Damen. Ja, dann würde ich sagen, ich schaue mal rüber zum Fischerdorf. Und hoffe, dass dort noch eine Dame bereit ist, sich unserem Hof anzunehmen. Das würde mich wahnsinnig freuen. Dann wäre ja auch noch schön, die Bastlergilde zu finden. Das wäre auch sehr, sehr, sehr super. Ist denn jetzt Mitternacht oder wird es schon wieder hell? Und ich habe schon wieder versäumt. Ich glaube, ich habe das schon wieder versäumt, ne? Wegen diesem blöden Mitternachtsfisch hier, ne? Ich probiere einfach mal mein Glück. Plansch. Fisch. Geisterfisch. Ich sage immer Mitternachtsfisch. Geistfisch. Fisch. Ich nix wollen, Dipfisch. Ich wollen Geisterfisch. Mit G. Nein, du bist sicher der falsche Fisch. Du bist sicher der falsche Fisch. Genau wie du. Sind schon drei von denen jetzt, ne? Ach, was soll's. Plansch. Tiefisch. Vielleicht soll ich auch die Quest ausrüsten. Vielleicht hilft mir das ja. Meh? Da. La la la. Ah, da unten ist die Uhr. Ich bin so dumm. 4 Uhr noch was. Da gibt's kein Geistfisch mehr. Wo ist denn die Uhr? Ja, schau mal nach links unten. Da steht sogar die Jahre, das wie viele Jahre du schon spielst. Und die
wie viele Tage du in dieser Jahreszeit verbracht hast und auch die Jahreszeit selber. Wie wär's, wenn du mal lesen tust, Zocki? Ich nix können lesen. Ich bin Österreicher, ich kann nicht mal Deutsch. Ja, da können Sie jeden Deutschen fragen. Die können euch das bestätigen. Genevieve. Genevieve. Wie sagt man das? So hier, ach, ist doch wurscht. Du da, du komm mit. Ich finde den Königsfisch, ich finde die Königinfisch riecht toll. Ja, nicht so fischig wie die anderen. Nichts geht über Rot. Rote Beere. Noch mehr rote Beere. Noch viel mehr rote Beere. Ja. Habe ich schon gesagt, ich mag rote Beere? Gib mir rote Beere. Bin ich nervig? Nein, ne? Weil ich mag rote Beere. Rote Beere ist toll. Rote Beere ist fein. Rote Beere ist mein. Nichts geht über rote Beere und ich möchte dahin. Ich liebe die süßen Tiere. Bäuerin ist mein Traumberuf. Ich sorge für glückliche Tiere und einen sauberen Hof. Servus. Jetzt müssten normalerweise alle Bauernhöfe einen Farmer haben. Das ist gut, weil dann möchte ich nämlich gerne mir schon mal diese süßen Viechlein holen. Ah, na, Blödsinn. Oder doch? Nein, doch, vielleicht. Oh. Zuerst mal Heißel bauen wäre nicht schlecht, ne? Häusle bauen aus Stein. Scheitelstein, großes Ding. Steinbögen brauche ich da auch einen Haufen. Na, gute Nacht. Scheitelstein ist jetzt was? Das da. Da brauche ich das da. Kopfstein. Das ist der da. Ein Bögelchen. Und ich habe zu wenig von dem hier. Ich brauche das hier, ich brauche das hier, ich brauche das, das hier. Das und das und das und das. Jetzt könnte ich das schon fast bauen. Und habe zu wenig Stein. So. Weil ich möchte schon gerne, auch wenn es teuer ist, möchte ich trotzdem gerne die Sachen bauen für, also hier aus Stein bauen, die Ställe und das Ganze. Weil in der Wüste zu leben ist nicht so einfach, finde ich. Und da ist es sicher bequemer, wenn man das Glück hat, dass man es etwas kühler hat, ne? Die sind so viel süß. Hallo. Hallo, du bist aus Öst. Ich will, ja. Du bist so niedlich. Ich will dich haben. Dazu brauche ich Stein. Und ich glaube, hier gibt es keinen Stein, ne? Hier gibt es nur Sand. Mit S. So viel süß. Na, dann ist sie wurscht. Ich bohrt mich wieder mal weg. Und zwar zum Südfeldhof. Da gab es eigentlich immer recht viel Stein. Rundherum. Und das werden wir jetzt abbauen. Ah, wo mein Fuchsi ist. Ich glaube, ich werde den freilassen. Geht das? Liefert Ton, das Viechlein. Ah, ja. Ich lasse den jetzt mal mit Absicht frei, weil ich möchte mir ein neues Fuchsi holen. Ein Fuchsi, was auch da bleibt. Und vielleicht noch ein zweites Groove, ich weiß es noch nicht. So, das zu dem. Das nehme ich schon mal mit. Davon. Oh, Entschuldigung. So, davon müsste schon ein Fuchsi sein, genau. Hi, warte, warte, warte. Hab nicht so viel Angst. Der will nicht. Vielleicht möchte der ja, wenn ich langsam drauf zugehe. Hallo. Oh, ich habe gar nichts mit, was der mag.
Ich bin unschuldig, da kann ich jetzt nichts dafür, gell? Ich glaube, ich habe nichts dabei, was die mögen. Egal. Steine kloppen. Das wollte ich jetzt eigentlich. Steine, Steine, noch mehr Steine. Da habe ich schon Steine erwähnt. So, also ich will Steine haben. Sehr viel Stein. So. Dann schauen wir mal. Vereinzelt gibt es hier schon welche. Ja, genau nach sowas habe ich auch schon gehalten. Zack. Genau das wollte ich haben. Drei große Felsstücke. Zack, zack und bam. So löbe ich mir das mit Ö. So lobe ich mir das. So, und feste drauf. Zack. Sehr gut. Wenn das jetzt kein Flummi-Viechlein-Ding ist, dann ist das was zum Hauen. Bam. So. Da, 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 da. Dann weiter darüber. Da drüben gibt es, glaube ich, noch mehr. Zumindest war da noch so ein Drum. Ein Drumstein für uns. Ach, wie fein. Da gibt's Stein. La, 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 la. Ja. Alle Steine, Hände hoch. Nochmal. Und alle Steine, Hände hoch. Da gibt's keine Steine. Da vorne sind Schäfchen, ne? Bis auf 1, 2. Das sind normalerweise Steinhäufchen. Da. Und zack, zack und bam. So. Und hier ist welches. Dann nehmen wir das mit. Und das. Zack, zack und bam. Wir haben 19 Uhr. Jetzt wäre noch schön, einen Bach zu finden. Oder einen Teich, dann hätten wir noch die Chance auf einen Geisterfisch. Bam. Ich habe es einmal richtig gesagt, aber nur ein einziges Mal. Das wird schon unter Meer fallen, ne? So, lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Ich bräuchte einen Fluss, bitte. Da ist eine Katze. Katze. Komm zu Mama. Ja, schnur nur. So. Da haben wir noch ein Steinchen. Bäm. Habe ich den Stein aufgehoben? Natürlich nicht. Das ist ja nur, weil ich ihn brauche, ne? Eureka! So. Das wäre echt ein Fluss schon praktisch. Bam. So, da vorne ist wieder ein süßes Viechlein. Es schaut aber wirklich aus wie eine Mischung aus Chinchilla und Schaf, oder? Süß. Süß. So, jetzt wäre Mitternacht. Und hier ist definitiv kein Fluss. Das wird nämlich wieder unter Meer fallen, ne? Ich bohrt mich schnell nach Hause. Und ich fürchte, ich habe es wieder versäumt eigentlich, ne? Weil bis ich, ja, wahrscheinlich habe ich es wieder versäumt. Kann ich genauso gut Steine kloppen. Weil wahrscheinlich bis ich jetzt beim Fluss bin, ist es dann 1 Uhr morgens und dann passt das wieder nicht, ne?
Weil die Angler sind da hinten. Ja, ist schon 2 Uhr morgens. Vergiss es. Das geht viel zu schnell. Da muss ich mal abpassen. Vielleicht schaffe ich es ja schon in der nächsten Nacht. Dass ich mich da nicht so blöd anstelle. So, also. Mal besser hinsetzen. So, was brauche ich jetzt, Herrschaftszeiten? Fürs Kleine, fürs Große. Das Große habe ich jetzt gebaut. Na, noch nicht, ne? Nein, da hat mir ja das gefehlt. Um das zu bauen, brauche ich dreimal das. Einmal das und einmal das. Dann nochmal das. Und jetzt kann ich das Große schon mal bauen. Möchte natürlich aber auch gleich das Kleine bauen. Schauen, ob es funktioniert. Das Kleine braucht jetzt einen Haufen von dem. Also Stein braucht man da echt einen Haufen. Boah. Ah, sind wir schon fertig. Ja. Großes, stabiles Tiergehege. Ja. Ne Sonne. Ausschauen tut sicher schön. Gar keine Frage. Aber was man da Stein braucht, ist echt schon ein bisschen übel. Bäm. Da wäre schon bald gut, so ein Steinbruch zu finden. So, und bäm. So. Das müsste ich schon fast mal offscreen machen, so Steinklopptour. So einen halben Tag nur Steine klopfen. Aber da diese Tätigkeit so spannend ist, möchte ich sie euch ja nicht vorenthalten. Zocki, du bist fies. Ja. Irgendetwas muss ich auch können. So. Dann hier. Zack, zack. Und bäm. So. Die paar Felsen hier hole ich mir jetzt noch. Und dann werde ich mal schauen, ob dieses Viechlein eher einen großen Stall bevorzugt oder einen kleinen. Und bäm. So. Wobei es wäre halt doch schlauer vielleicht. Würdest du das mitnehmen? Danke. Wäre wahrscheinlich trotzdem schlauer zuerst, noch ein kleines Gehege zu bauen, ne? Dann dauert das Ganze halt noch ein Weilchen. Und bam. Lala. Steine klopfen ist so schön. Tralala. Vor allem bei dieser Musik. Lalala. Ist alles hier so schön. Lalala. Da klopft man Steine. Oh, wie wunderbar. Tja, da haben wir auch noch so ein Opfer. Komm her, du Stein. Gleich bist du mein. Wow. Jawohl, so muss das sein. Habe ich jetzt schon wieder genug? Zack, zack, zack. Das Kleine. Da bauen wir einmal. Dann brauchen wir Torbögen. Einmal. Das. Ach Gottchen. Dann, wo ist denn das hin? Mörtel. Da. Dann wieder das. Dann wieder. Wie viel brauchen wir davon? Scheitelstein brauche ich jetzt einmal. Der ist hier. Da brauche ich. Ach Gott. Eins. Aha, warte. Zack. Dann fehlt noch einer von dem. Und einer von dem. Und noch einer von dem. Und. So. Und. Stein. Ah, hallo. Begrüße. Guten Morgen. Stein fehlt. Boom. Genau. Die Musik drückt meine Gefühle aus. Boom. Wir brauchen Stein. Boom. Da haben wir schon einen. War da was zum Anpflanzen? Nein. Eine Kiste? Eine Kiste? Oh, wie konnte ich die denn übersehen? Eine Kiste. Gelbes Shampoo.
La 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 la. So, eins, zwei und bam. Ist hier was zum Anpflanzen? Ja. So. 9 sind noch übrig. So, da Wasser mit Himbeersaft. Stein, Stein, Stein. Wo ist mein Stein? Stein, Stein, Stein. Wäre das fein? So ein schöner Stein. Lahi. Jo. 50 Parts, nur Steine klopfen. Das kann man immer brauchen. So. Okay, ich möchte bauen. Ich möchte den da bauen. Das kleine. Jetzt brauche ich noch einmal das und zweimal das. Einmal das. Das. Steine fehlen schon wieder, weil ich brauche hier zwei. Ah, wer hätte denn das jetzt gedacht? So. Wer hätte das gedacht, dass ich Stein brauche? Ist ja völlig unverständlich. So. Ich würde sagen, ich bohre mich nochmal zurück, glaube ich. Ah, da vorne. Da vorne hätte man ein bisschen Stein. Und werde dann wieder so eine Runde laufen, glaube ich. Zack, zack, zack. Und hoffe, dass sie wieder mehr Stein respawnt. Zack, zack. Und baum. So. Dann hier noch was. Da drüben wäre noch ein Steinchen, das hole ich mir noch. So. Den da. Da. Und bam. So. Zack. Und der ist auch noch. Zack. Da drüben haben wir noch einen. Boah. Jetzt tauchen sie auf die Steine. Na, nimm den mit. Danke. Und da noch. Zack. Zack. Und bam. So. Haben wir sie jetzt? Hallo Schäfchen. Ich glaube, ja. Hä? Ich dachte, ich hätte jetzt gerade ein Fragezeichen gesehen. Willkommen im Furzmoor-Sumpf. Ja. Die lieblichsten Düfte der Welt sind hier versammelt. So. Nochmal. So, ich möchte gerne bauen. Das da. So. So. Wieder nicht genug Stein. Schrecklich ist das. Schrecklich. Echt. Echt schrecklich. Das muss ich schon sagen. So. Bordi, Bord, Bord. Wieder hier hin. Normal müsste jetzt ein paar Sachen respawnen, glaube ich. Zumindest bilde ich mir das immer ein. Oder auch nicht. Aber da hinten gibt es schon was für uns. Und zack, zack und bam. Bist du narrisch, ne? Ja, der schimpft schon wieder. Eins, zwei und bam. So, ist gut. Was schimpfst du denn? Ich lass dich eh schlafen. So. Da haben wir noch ein Steinchen. Dann sind wir auch schon wieder hier. Das ist echt mühselig, den Stein zusammenzukriegen. Echt.
ist alles kein... Also alles nichts brauchbar. Also zu wenig halt. So. 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 Und so. Noch ein. Alter. Jetzt aber. So, und da brauchen wir jetzt noch was. Das hier. So, der Kleine, ne? Ja, passt. So, jetzt haben wir das auch gebaut. Bruch. So. Falsch. So. Glanzhof. Zum 100. Mal. So. Ah ja, da fehlen mir die Futtertröge und das alles, ne? Alter Schwede. Das ist so übel. So, wo ist das Buch? Da drüben. Jetzt stellen wir erst einmal schön diese zwei Ställe auf. So. Ich würde sagen... Aha, das ist mir so in der Länge... Was, eine Katze? Da hinten, wie konnte ich die denn übersehen? Manchmal habe ich das Gefühl, die respawnen einfach wieder. So, und zwar das Große. Ich würde sagen, so. Oder? Jo. Hm? So. Genau. Dann das nächste. Ein Spinnrad kann man da herstellen? Okay. Das habe ich auch nicht gewusst. Aber das. Genau. Das hätten wir jetzt schon mal. Ja, wo ist denn das Katzi-Tatzi? Da ist das Katzi-Tatzi. Hallo. Komm nur mit. Da waren es nur noch zwei. So. Sehr gut. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Wasser und Futternapf. Was brauche ich dafür eigentlich? Wahrscheinlich haut es mich gleich aus den Socken. Futter... Oh, das geht. Da brauchen wir eigentlich nur Eisenbahn. Also die benötigten Bahnen dafür. Wir brauchen den schwarzen hier. Zweimal oder dreimal? Dreimal. Dann machen wir gleich alle fertig hier. So. Den dritten. Und zwei hiervon. Dann Futter brauchen wir noch. Futter habe ich gar nichts mehr. Zweimal? Echt? Ja. Das kann scheinbar schon mal passieren. So. Reiseknoten. Da brauche ich einen Stein dafür. Okay, da muss ich jetzt auch aufpassen. Dann halt nochmal zurück. Alter, ist das anstrengend. Nochmal zurück zu unserem ersten Bauernhof und farmen wieder, was das Zeug hält, ne? Bäh. Da will man es schön machen für die Tierchen, das geht gar nicht so einfach, ne? Ja, hallo. Mama ist da. So. Zack. Du liebe Zeit. So, da haben wir schon ein Steinchen wieder. Buh. So. Zack, zack. Und bam. So. Und hier Lianen. Und nee, mit Futter brauche ich auf jeden Fall. Davon haben wir schon eins. Kann man schon mähen. So. Und zack. Und zack. 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 Wer hätte das gedacht, dass wir mal Futterarmut haben? So. Jetzt müsste das zum Bauen gehen. Ja. Stabiler Futterdruck. Ein stabiler Futterdruck für die Tiere. Und ein Wasserdings brauchen wir auch noch. Wo ist es denn? Da. Da brauchen wir einmal den Bahn. Zweimal Kupfer. Ah, Mörtel habe ich gemacht. Nein, das wollte ich nicht.
Kupfer und zweimal den da. So, und jetzt geht das auch schon. Sehr gut. Und jetzt können wir schon erfolgreich unsere Viechlein theoretisch zähmen. Bling, bling. So, trotzdem brauche ich noch ein bisschen Stein. Ich möchte mir noch ein paar Reiseknoten basteln. Und den Part müssen wir auch beenden. Ja, das passt schon mal. Na gut. So, einmal, zweimal und ein drittes Mal. Sehr gut. Dann borten wir uns wieder. Wir können das schon ganz gut mit borten. Da haben wir schon viel Praxis. So. Na gut, ihr Lieben. Dann werden wir das nächste Mal, also im nächsten Part, hier noch fertig dekorieren. Und dann versuchen schon unser erstes Tierchen hier zu einzubürgern. Ne? Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.